Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rome 2 Total War HQ-Turnier Online-Gefecht mit mir, Fighting Joe, aka El Banana Joe. Heute mal mit einer etwas anderen Begrüßung. Es ist Game 2 aus dem Match in der Gruppe C zwischen TWRs, Very Own Master Bean und Hannibal. Mit den RDA gegen die Sueben. Hannibal liegt 1-0 in Führung und ja, möchte jetzt hier natürlich bestimmt den Sack zumachen. Allerdings hat Master Bean tief in die starke Kiste gegriffen und sich die Suebi herausgepickt. Ja, durchaus kann man argumentieren, dass dies die stärkste Fraktion in diesem Regelwerk ist. Was sehen wir bei Master Bean? Wir sehen Herbandspeere. 3 Stück. Einmal Keulenherbanne. Sehr, sehr gute, sehr, sehr billige Einheit. Die kosten 200. Wir sehen dann noch einen 4. Herbandspeer an der Flanke. 2 Odinspeere außen. Sowie 3 britten-germanische Kundschafter. 4 germanische Steinschleuderer. Muss sein, um im gegnerischen Fernkampf auszuschalten. Dann 3 Schwertmeister und 3-mal Berserker. Also, ja, eine sehr interessante Armee. Hat natürlich sehr viel Killing Potential, gerade gegen Infanterie mit den Berserkern, wenn die in einem Adelsobliten ausrasten. Gute Nacht, Adelsoblit. Wir haben den Fast Charge General mit schnellem Angriff und Stolz. Das heißt, Sulla kann im Zweifelsfall einen extrem starken Ansturm hinlegen. Da muss Hannibal gucken, dass er das ausbremsen kann. Und selbst dann wird das noch relativ haarig. Was sehen wir bei Hannibal? Hannibal spielt eine erste Linie aus illyrischen Seesoldaten. 4 Stück. Dahinter Söldnerkrieger. Ebenfalls 4 Stück. 2 illyrische Toreaus-Speere sehen wir hier. 2 illyrische Adelshopliten auf der Flanke. Noch einen illyrischen Adelshopliten und den General, der auch illyrische Adelshopliten ist. Außerdem 4 illyrische Kavallerien. Das heißt, Hannibal hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von 8 erlaubten Speeren dabei. Ja, gut. Ist die Frage, ob Master Bean das auffällt. Hat Master Bean die Speerzahl übertrumpft? Nein, der hat 6 Speere dabei. Wir sehen keinen Fußfernkampf beim Illyra. Das ist extrem gefährlich, gerade gegen die Sueben, muss man sagen. Da kann man sogar mal überlegen, den Söldnerpeltasten mitzunehmen, um etwaige Berserker rauszunehmen. Ich weiß noch nicht, was die 4 illyrischen Kavallerien am Ende bringen sollen. 2 tun es da meiner Meinung nach auch. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass ja noch Odinspeere durch die Gegend geistern. Die Frage ist zum Beispiel auch, was werden diese Briten in germanische Kundschafter reißen? Und kann die illyrische Kavallerie die gut ausschalten? Wenn man anstatt 4 illyrischen Kavallerien 2 Tarantiner mitnimmt, hat man dann einen besseren Schutz. Nicht den perfekten, aber den besseren Schutz. Sulla kann so natürlich erstmal seine Steinschleuderer so benutzen, wie er sie haben will. Und erstmal, ja, also entweder holt er der viel, viel Value raus, indem er tötet, oder er lenkt Einheiten ab, die halt Hannibal woanders braucht. Und ja, wir sehen jetzt hier den großen Unterschied zwischen diesem und dem letzten Match. Im letzten Match hatte Sulla eine Linie. Hier laufen gerade die ersten Speerkrieger ran, aber das sind noch längst nicht die letzten Einheiten. Die prallen jetzt in die illyrischen Seesoldaten. Wir sehen noch, die illyrischen Seesoldaten nehmen hier einige Verluste. Und Sulla zieht die Precursor raus, zieht hier auch den Söldnerkriegern die Precursor raus. Ist auf jeden Fall was man bedenken muss. Wir sehen hier auch die illyrischen Seesoldaten. Die nehmen massiv Schaden durch die gegnerischen Steinschleuderer. Und jetzt kriegt Sulla hier sogar noch den Speerwurf auf den Gen. Das heißt, die Kavallerie ist irgendwo, die wird hier hinten gerade von Speeren abgefangen. Auf der anderen Seite rücken sie vor gegen Odinspeere. Die Adelshopliten nehmen hier natürlich Hitpoint-Schaden. Und Sullas erster Ansturm ist jetzt hier abgeprallt, aber
viele Precursor sind raus. Wir haben einige Verluste bei den Seesoldaten. Und ja, hier hinten hat Master Bean jetzt einen Charge gefangen durch die illyrische Kavallerie. Allerdings werden die britischen Kundschafter das überleben, denn die illyrische Kavallerie wird angegangen von Odins Speeren. Da gehen jetzt die illyrischen Adelshauptdienten rein. Aber das heißt, erstmal eine weitere illyrische Adelshauptdienteneinheit ist hier aus dem Zentrum raus. Hier will die illyrische Kavallerie anscheinend in die Steinschleuderer. Das gelingt nur sehr bedingt. Und die Schwertmeister machen hier kurzen Prozess. Jetzt sehen wir halt das Problem. Hannibal hat keinen Fußfernkampf und die Steinschleuderer hier machen langsam ordentlich Kills. So insgesamt gerechnet ist das schon sehr gut und die lyrischen Seesoldaten fallen hier. Die Wurfspeere gehen jetzt hier in die fliehenden Billigeinheiten und das ist genau das, was Sulla haben will. Möchte einfach hier erstmal so die in der ersten Linie die Einheiten rausziehen. Und das Ding ist, es sind nur vier Adelshaupliten insgesamt in dieser Armee. Das heißt, Master Bean hat dann noch bessere Karten als sonst. Und ja, jetzt kommt die eine lyrische Kavallerie rein. Das konnte er nicht verhindern, aber ja, da ist jetzt auch die Frage, ob sich das lohnt. Wie gesagt, die lyrische Kavallerie ist damit auch tot. Hier hinten können die Kundschafter raus. Diese erste Linie ist halt sehr angeschlagen. Master Bean geht erneut mit seinem General rein und jetzt sehen wir hier ein sehr, sehr peinliches Quadrat. Das fällt zusammen, ehe es wirklich reingeht. Und jetzt kommt hier der Fast Charge. Das Ding ist, er kann hier mit dem Angriffsgeschwindigkeitsding durch, kriegt gleich noch den Ansturmbonus und geht rein. Hier soll er allerdings aufpassen, dass er nicht von den lyrischen Adelshauptdienern komplett umgebracht wird. Allerdings hat er auch schon 5 Einheiten aus dem Gen rausgeholt. Hier sind jetzt die Einheiten drin, die Berserker rasten sofort auf. Das heißt, die illyrischen Seesoldaten werden hier einfach schmelzen und er wird in die Axtkämpfer weiterreiten. Die Schwertmeister gehen in die illyrischen Adelshauptdienern. Super. Und ja, eine Einheit Kundschafter wird Sulla hier verlieren. Aber der General ist natürlich erstmal hier hinten beschäftigt, während Master Bean jetzt hier schon in den nächsten Einheiten drin steht. Und ihr seht halt, er hat einen wunderbaren Charge hier reingekriegt in die Adels, mit den Schwertmeistern, in die gegnerischen Linien. Und da, wo keine lyrischen Adelshaupliten stehen, schmelzen halt diese Einheiten im Nahkampf weg. Das ist zum Beispiel auch das Ding mit den Axtkriegern. Axtkrieger sind Support-Einheiten. Hier hinten hat Sulla Schwertmeister in die Adelshaupliten geworfen, die vorher gegen die Odinspeere gekämpft haben und die Odinspeere woanders reingebracht. Das ist sehr clever, denn jetzt können hier die Schwertmeister schon mit einem Vorteil reingehen und die Adelshaupliten ziemlich gut auseinandernehmen. Der Fernkampf von Master Bean hat überlebt, die Kavallerie wird hier hinten gerade noch aufgehalten. Und jetzt hat er hier diesen General zum Ziel. Der hat zwar ein paar Kundschafter getötet, geht jetzt hier aber in die Phalanx und wird weiter Schaden nehmen durch die Steine. Und hier chillen gerade noch Berserker. Wenn die hier noch reingehen und den Gen retten, dann ist alles durch. Aber der Gen hat ja auch so schon sehr, sehr gute Kills. Hier sind die Berserker jetzt auch am Ausrasten. Wo sind die letzten Berserker? Hier ist eine Einheit Berserker. Wo ist die letzte Einheit Berserker hin? Achso, die kommt gerade hier ran. Die hat sich schon... Nee, die ist einmal ausgerastet. Die töten hier Söldnerkrieger. Die wird sich jetzt hier in die Söldnerkrieger stürzen. Und die Adelshaupliten, ja, die können halt alleine auch nicht halten. Und das ist jetzt ja auch, naja, sagen wir mal so, nicht das beste Engagement. Denn er wird jetzt hier seine Einheiten sehr weit wegbringen und nimmt gerade von hinten einen Charge von den Schwertmeistern, die also auch weiter sehr, sehr gute Kills machen werden. Auch wenn sich Sulla jetzt hier entscheidet, glaube ich, erstmal die lyrischen Plünderer rauszunehmen. Das sieht etwas merkwürdig aus, aber wir sehen ja halt, die Linie bricht. Und die Adelshaupliten laufen jetzt hier weg, weil Hannibal seinen General am Leben halten will. Hier sehen wir auch die Schwertmeister, wenn die im ersten Treffen ohne Support seitens der Adelshaupliten gegeneinander kämpfen, dann verlieren halt die Adelshaupliten nach wie vor ziemlich stark. Und dieses Zentrumsquadrat hier, das steht da halt und das kann ich wirklich gut weg. Und wir sehen halt die ganzen Einheiten, die Precursor werfen sollten. Die haben die erste Linie von Sulla sehr schön auseinandergenommen, aber das waren halt absolute Billigeinheiten. Währenddessen können hier 3 germanische Steinschleuderer bis zum Ende der Schlacht überleben. Oder was heißt bis zum Ende der Schlacht? Sehr weit in die Schlacht rein. Die holen gut Wert aus sich raus, denn die sind ja sehr billig und haben ja am General doch schon einiges an Schaden gemacht. Der General ist halt auch so eine Sache. Der läuft jetzt hier hinten in diesen Kampf, den er supportet. Das heißt, diese Schwertmeister werden jetzt verlieren, auch wenn die noch sehr gut Value rausholen. Aber Hannibal gibt gerade alles andere auf und hier steht noch sehr, sehr viel Suebe. Hier stehen natürlich noch Berserker, aber diese Berserker sind mit 75 Mann ausgerastet. Die können sich fangen und notfalls weiter reingehen. Sulas General hat hier umgebracht, ja, was nicht mehr feierlich ist. Man wird jetzt hier halt die nächste Einheit Seesoldaten rausnehmen. Die Seesoldaten sind nicht besonders prall, meiner Meinung nach. Die sind jetzt nicht schlecht, aber
Ja, die sind halt auch nicht gut und gerade gegen Elite-Schwerter. Das ist halt. Das ist halt Elite-Schwerter, ne? Und da hat man halt keine Chance und. Ja, ich weiß halt nicht, was Hannibals Plan war, wie er einen Sueben ausschalten möchte, weil einfach das Ding ist, Master Bean kann Meta spielen, Master Bean weiß, was quasi die Gefahren und Stärken in ROM 2 sind. Und in ROM 2 spielt man halt mit mehreren Linien und rückt möglichst tief gestaffelt vor. Normalerweise ist er immer noch mit Meat Shield aus Billigschwertern oder Billigsperren dabei. Und den konnte er halt mit den Darkern nicht mitnehmen, weil er auf die Elite-Schwerter gehen musste und da halt wenig Speer Meat Shield hatte. Und hier konnte Sulla halt einfach Einheiten mitnehmen, um in tief gestaffelt. Ich meine, Sulla ist in zweieinhalb Linien, drei Linien vorgegangen. Schwertmeister, Berserker hinten und davor halt noch ein Meatschild aus Speeren, die relativ gute Kills gemacht haben. Auch die Keulenherber, ne? Und ja, Hannibal hat hier viel auf die Precursor gesetzt, die im Zweifelsfall. Wo waren denn die illyrischen Plünderer? Die habe ich gar nicht gesehen. Hilfe. Die müssen aber auch in der Linie gewesen sein, dann habe ich die mit Axtkriegern verwechselt. Wir sehen es ja halt, die illyrischen Seesoldaten, das sind keine wirklich tollen Kills, vor allem, weil die halt vor allen Dingen hier in dem Meatschild sind. Das sind halt, 300, das sind ja 160 Mann. Jeder, wenn man das mal auf die Kills rumrechnet, ist das nicht so viel. Und dann haben halt einfach die Schwertmeister das schon fast im Alleingang gelöst, die Odin-Speere auch sehr, sehr gut und die Berserker sind halt einfach natürlich noch der moralbrechende, das moralbrechende Sahnehäubchen. Ich verstehe auch nicht, warum Hannibal nicht auf das Maximum an Adelshubliten gegangen ist, weil die einfach die einzige Einheit sind, mit der man es versuchen kann. Wenn man da noch Axtkrieger als Support reinbringt, wie Obelix das ja sehr gut zeigt, geht das. Und wenn man halt das hier zum Beispiel spielen will, dieses Seesoldaten-Ding, warum dann nicht vier illyrische Toreos-Speere? Die machen es genauso. Das heißt, man spielt dann vier Adelshopliten, vier Toreos-Speere, hat dann noch Geld für Axtkrieger übrig, kann dann vielleicht noch einen guten Fernkampf mitnehmen, weil wir sehen, Solas Fernkampf hat sich sehr gelohnt. Vor allem halt, hat er halt bis zum Ende der Schlacht auf dem Feld gestanden. Hannibal hat viel Kavallerie in die Reihen geopfert und nicht den gegnerischen Fernkampf abgeräumt und da hat Sulla einfach, ja, das um Welten bessere Bild gehabt und wir sehen halt, nur um dann nochmal auf einen kürzlich gekommenen Vorwurf zu gehen, diese Art von Bild funktioniert nicht. Vor allen Dingen nicht gegen irgendwas Schwertrush-artiges, was in zwei Linien kommt und das Ding ist halt auch, das ist so ein taktischer Move, der ist halt out of the box und mit dem kann man durchaus nochmal einen Gegner überraschen, aber über den Best of Three sieht man halt, dass ein Spieler von Sullas Kaliber einfach lernfähig genug ist, damit zu rechnen und Sulla hat gesehen, okay, er stellt sich wieder so auf und hat entsprechend reagiert, ist in Wellen reingekommen, hat erstmal die Precursor rausgezogen, hat geguckt, wie kann er da vielleicht ein bisschen Schaden machen und ja, einfach einen doch sehr, sehr klaren Sieg meiner Meinung nach sich am Ende geholt. Ist im Grunde genommen natürlich immer noch ein Build-Order-Sieg, aber auch die Execution war einfach diesmal deutlich besser und Hannibal hat halt dasselbe nochmal probiert. Einmal hat's geklappt mit Rom, einmal hat's nicht geklappt mit den RDA. Das heißt aber, es steht 1-1, das heißt, wir sehen ein Mirror-Match. Mal gucken, wie das dann ausgeht. Mirror-Matchups sind ja auch immer sehr interessant. Auf der einen Seite sind sie sehr micro-abhängig, aber wenn man da mal mit einem sinnvollen Out-of-the-Box-Bild kommt, vielleicht schafft Hannibal ja den Upset doch noch. Wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch beim Zuschauen und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe. Tschüss.